Herzlich willkommen! Hast du schon jemals etwas von einem Grünmüllrhythmus gehört? Nein, ich auch nicht. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass ich selber so einen Grünmüllrhythmus hatte in meinem Leben. Und zwar habe ich unseren Grünmüll immer mitgenommen, wenn ich joggen ging. Das war Montag, Mittwoch und Freitag. Es war auf dem Weg, dann habe ich den Grünmüll geleert, den Eimer daneben gestellt, der hat gewartet, bis ich vom Joggen wieder zurückkam und dann habe ich ihn mit nach Hause genommen und so war immer klar, wann der Grünmüll geleert wurde, wer ihn leert und es war einfach himmlisch ein Rhythmus. Bis eines Tages der Grünmüllort geschlossen wurde. Weißt du was? Das hat alles durcheinander gebracht bei uns zu Hause und plötzlich hatte ich Grünmüllstau bei uns zu Hause. Ich musste wirklich einen neuen Rhythmus herausfinden, wo ich ihn leere, wann ich ihn leere, wann das am besten geht, wann ich den Eimer dorthin bringe, damit ich dann wieder gut nach Hause bringen kann, ohne extra hinzugehen. Das war ganz schön lustig und bei all diesen Gedanken ist mir in den Sinn gekommen, wie wichtig das eigentlich so Rhythmen in unserem Leben sind, gerade auch in Bezug auf unsere stille Zeit mit Gott. Weißt du, auf der einen Seite existiert ja jetzt so der Mythos, dass man täglich stille Zeit mit Gott verbringen sollte und das kann ganz schön fordernd klingen. Aber auf der anderen Seite, wer möchte denn einen täglichen Kuss vom Himmel auch verpassen? Hast du schon jemals einen Adventskalender bekommen? Einmal gab es sogar drei für mich, drei Adventskalender. Ja, ich muss zugeben, es hat Zeit gekostet. Ich musste die Zeit sogar richtig einplanen, um diese drei Geschenke und Briefe aufzumachen und zu lesen. Aber eigentlich hat es sowas von Freude gemacht und ich habe mich schon am Tag zuvor darauf gefreut, was ich am nächsten Tag wieder alles auspacken und lesen kann. Es brauchte einen Rhythmus. Ich musste es einplanen in meinen Tagesrhythmus. Und genau das wünsche ich dir für deine persönliche stille Zeit mit Gott. Ich schlage vor, mach's doch einfach mal 2 Minuten jeden Tag und schau mal, ob du einen Rhythmus findest, wo du das in deinem Tagesablauf einplanen kannst. Einfach mal 2 Minuten Zeit für Gott, einen Bibelvers lesen. Und dich vom Himmel, von Gott selber umarmen zu lassen. Und sobald du merkst, dass du da einen Rhythmus hast, dass du dich schon wieder darauf freust auf den nächsten Tag, dann kannst du ja auch ohne weiteres die Zeit ein bisschen verlängern. Ich wünsche dir so viel Spaß mit deinem Rhythmus, mit deiner stillen Zeit mit Gott. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!